Der DAX ist zumindest mal stabil. Das ist ja schon mal eine gute Nachricht. Was heißt denn stabil heute schon in diesen Tagen? Wir haben auch heute immerhin schon eine Bewegung gesehen, die in der Spitze von 9.150, gucken wir uns das mal mit Zahlen an, bis runter auf 8.400, also 7%, 8% fast nach unten mal gezeigt hat und über 700 Punkte. Das ist ja schon fast ein stabiler Markt. Also so traurig oder so schön, je nachdem, wie man das sehen mag, das Ganze auch aussieht. Tatsächlich aber zumindest mal das Ganze ein bisschen eingefangen. Wir hatten ja im Übergeordneten schon öfter mal überlegt, Mensch, wie weit geht das noch runter? Natürlich ist so eine Linie hier überhaupt nicht aussagefähig. Da muss er jetzt drehen, aber wir hatten ja schon ein paar Mal darüber nachgedacht, dass das an dieser Stelle sich wohl eher ein bisschen, also die Chancen sich zumindest für deutlich weiter nach unten mehr und mehr abschwächen. So formulieren wir es mal sehr vorsichtig. Das heißt eben noch nicht, dass es wirklich stark jetzt nach oben geht. Und tatsächlich, wenn man sich das kürzere Bild mal anguckt, also stark nach oben sieht das noch nicht aus. Der Teil schon hier. Da sieht man, da ist durchaus mal ein Aufbegehren da. Cool. Aber man sieht, gleich wird es wieder konterkariert durch eine Gegenbewegung. Und das ist für mich ein ganz wichtiger Hinweis. Ich möchte, dass, wenn ich eine starke Bewegung habe, wie diese Aufwärtsbewegung, die ist gut, möchte ich eine korrektive Gegenbewegung haben. Und wenn wir mal gucken, diese Abwärtsbewegung, sie ist ähnlich steil wie die Aufwärtsbewegung, sie ist ähnlich strukturiert, nämlich mehr oder weniger wie am Faden gezogen, wie die Aufwärtsbewegung. Und sie ist sogar leicht steiler. Wir sehen das, dass wir unter dieser gespiegelten Linie sind. Das ist jetzt kein Riesendrama, aber daran sehen wir schon, also bullisch, kennt man anders aus dem Fernsehen. Das ist im Moment nicht das, was wir erwarten würden, wenn wir wirklich Stärke haben wollen. Und dementsprechend bin ich eigentlich eher noch gewillt und versucht hier die Short-Seite im kurzen zumindest mal nochmal zu fahren. Im langfristigen wird das immer unattraktiver. Die Wahrscheinlichkeiten dafür nehmen jetzt mehr und mehr ab. Ich weiß, es kommt vielen komisch vorher. Natürlich, die nehmen hier mit jedem Millimeter ab. Hier war das eine, ich sag mal, eine Hochwahrscheinlichkeit, das lassen wir einfach mal so im Raum stehen, eine relativ statistisch typische Ausprägung, dass der Markt in diese Zone geht, für dieses Muster, also wenn es tatsächlich das ist und ich sag mal, ganz anders sieht es ja nun nicht aus, also insofern scheint es ja darauf hinauszulaufen. Dafür sind das hier die höchsten Wahrscheinlichkeiten. Viel kürzer wäre eher unwahrscheinlich gewesen oder weniger wahrscheinlich, um es korrekt auszudrücken. Und je weiter es hier runter geht, desto weniger wahrscheinlich wird es. Wobei wir ja auch schon ein paar Mal erwähnt hatten, auch unter 5.000 ist noch möglich. Die Wahrscheinlichkeit ist dafür nicht null, aber tatsächlich liegt die dann für diese typischen Kursmuster bei schlanken, ich lüge jetzt mal 5%, aber ganz genau weiß ich es jetzt nicht auswendig, müsste nachgucken, aber unter 10%, also es ist nicht super wahrscheinlich, dass wir hier unser Tief eben sehen. Aber da muss man sich jetzt Gedanken machen, will ich deshalb jetzt schon einsteigen? Das wäre es im Moment nicht, zumindest mal hier im kurzfristigen Verlauf sieht es ja alles andere als danach aus. Und wenn ich mir die Aufwärtsbewegung mal angucke, wie wir sie bisher haben, dann würde ich sogar sagen, ja, also ich würde mich nicht wundern, wenn wir tatsächlich sogar sowas hier nochmal bekommen. Ob das dann einigermaßen im Übersicht bleibt, also bis zu diesem Fall, oder ob wir dann sogar noch eine weitere Fortsetzung, darüber können wir jetzt spekulieren, das wissen wir nicht. Aber das wären jetzt so klassische, das wären typische Sichtweisen. Jetzt wäre es natürlich schön, damit die Schrift sich erfüllt, wie man so schön sagt, dass der Kurs dann nochmal hier hochkommt. Dann hätten wir nämlich einige Bedingungen, die ich immer ganz sexy finde, nämlich, dass wir wieder steigende Tiefs, steigende Hoch haben, aber eben ABC-mäßig. Das fände ich dann eigentlich ganz sexy. Das ganze Abwärtsszenario, wie ich es jetzt eingezeichnet habe, wird spätestens dann doof, sagen wir mal, wenn wir die 78,6er, das liegt beim Index bei knapp unter 9.000. Wenn wir da also drüber gehen, dann finde ich diese Überlegung zumindest mal, dass es doch nochmal abwärts geht, nicht mehr so toll. Also idealerweise sage ich jetzt mal so ganz langläufig, gehen wir nochmal hier drüber. Das ist ganz grob, für die, die es nicht so gut erkennen können, mache ich es nochmal ein bisschen größer. Einige gucken uns ja auf dem Handy zu und dann ist es vielleicht klein vom Display. Na gut, heute sind alle Displays groß. Aber trotz alledem hier drüber ungefähr 8.785, wenn wir da drüber gehen würden, vielleicht. Oder auf jeden Fall unter der 8.990, ungefähr 9.000. Da sollten wir nicht mehr drüber gehen. Irgendwo in diese Zone. Das wäre eigentlich eine coole Kiste, wenn wir irgendwie sowas haben. Das wäre dann dieses klassische. Und wir sehen, das ist genau das gleiche Muster, was wir hier haben. Nur, dass wir das dann eben auf
dieser Ebene dann spielen. Jetzt habe ich es sehr hässlich gezeichnet, aber man kann schon nachvollziehen, wie das Ganze abgehen kann. Ob das natürlich jetzt passiert, das weiß ich nicht. Bitte nicht im vorauseilenden Gehorsam jetzt long gehen. Es gibt auch immer wieder Szenarien, wo er sofort fällt. Da kann man dann hier halt nichts machen, außer dass man dann hier auf kleinerer Ebene eben guckt, ob man da reinkommt. Es ist klein, klein, klar, aber es ist natürlich auch Amerika heute im Grün. Und zwar damit meine ich nicht die Farbe der Börse, sondern die Farbe des Tages, nämlich St. Patrick's Day, so heißt es. Heute der Tag der Iren und dementsprechend ist da im Moment wenig los. Wir sehen, dass der Index hier, letzte Kurse von gestern, da ist heute natürlich jetzt dementsprechend nichts, aber wir sehen, dass die Futures natürlich laufen und die sind ebenfalls wenig stark unterwegs. Allerdings auch mit einem Verhalten, was, gehen wir mal da auf eine etwas größere Zeitebene, damit wir nicht so super übertrieben sind, mit einem klassischen Verhalten, nämlich mit Kursüberschneidung in Trendrichtung. Und das ist ebenfalls eine Indikation für das Ende einer Bewegung. Wir sehen, dass wir eigentlich ganz gerne stark laufen und dann mal wackelig irgendwie in die Gegenrichtung, dann wieder stark laufen, dann wieder ABC in die Gegenrichtung. Und wir sehen, dass dazwischen hier, da ist Abstand. Ja, also da ist ein Abstand, der Kurs macht noch eine gewisse Bewegung. Und das, was wir hier sehen, Entschuldigung wegen der Räusperei, aber Corona ist auch hier, wollen wir nicht hoffen. So, auf jeden Fall, das sieht in Trendrichtung, aber so halbwegs korrektiv aus, ja, so dreieckig zusammenlaufend hin und her wackelt. Das ist sehr häufig am Ende einer Bewegung, deshalb haue ich mal den Nagel in die Wand. Es besteht eine nicht unrealistische Chance, dass der Kurs hier tatsächlich auch so ein bisschen Auslaufmodell ist auf der Abwärtsseite. Ich will es noch nicht beschreien. Es würde zusammenpassen mit dem, was der Dow insgesamt hat. Hier sind wir auch quasi, ja, Pflichtziel ist übertrieben, aber wir haben öfter ja schon darüber uns unterhalten, wo diese statistische Wahrscheinlichkeitsverteilung ist. Wir erinnern uns an irgendwie solche Kurven. Nicht sehr schön jetzt gezeichnet, aber daran kann man das sehen. Alles, was hier so ungefähr in diesem Block ist, ein bisschen mehr, ein bisschen drüber oder drunter, das ist eigentlich Hochwahrscheinlichkeitszone. Und auch hier sind wir jetzt weiter unten und das würde eigentlich gut passen, dass der Markt jetzt sich so langsam eingrenzt. Was das übergeordnet bedeutet, das soll nicht das Thema hier heute sein, das gucken wir uns ein andermal an. Oder aber eben auch im Trade to go. Deshalb mein Hinweis nochmal, wer sagt, ah, das finde ich total klasse, das sieht immer so einfach aus, ich würde das gerne auf viel, viel mehr Märkten haben und viel häufiger als jetzt hier mal einmal so im Video. Mein dringender Tipp, es ist kostenfrei. Wir haben einen Sponsorpartner, der kümmert sich da um alles. Einfach anmelden für Trade to go und solche Nachrichten regelmäßig aufs Telefon bekommen, aufs Smartphone, per WhatsApp oder Telegram. Und das nicht nur für diesen Markt, sondern für Währungen, für manchmal Einzelaktien. Man darf sich auch zwischendurch immer mal was wünschen. Das geht alles nicht zwingend sofort in Erfüllung, aber trotz alledem, wer das verpasst, der ist selber schuld. Denn ich denke, da gibt es viele tolle Situationen, die man mitnehmen kann. Deshalb anmelden nicht vergessen. Der Link dürfte hier irgendwo in der Nähe stehen. Also in diesem Sinne erstmal alles Gute und ganz liebe Grüße.